Am Wochenende 12. und 13. März 2022 luden die Töpfereien in Deutschland wieder zum Tag der offenen Tür ein. Schönes Vorfrühlingswetter lockte zahlreiche Interessierte auch nach Klosterode, wo Altmeister Hartmut Erhard seine Töpferei betreibt. Unterstützt durch viele Helferinnen hatte er an diesem ersten Verkaufswochenende nach Corona gut zu tun und gönnte sich gerade eine Pause. Wir fragten ihn, wie ein Töpfer heutzutage noch überleben kann. Wie geht das? Eigentlich gar nicht. Indem man sich selbst ausbeutet, bis zum geht nicht mehr. Wenn man dann noch von der Regierung gezwungen wird, irgendwelche sinnlosen Auflagen umzusetzen, wird es zunehmend schwieriger. Die durch Corona fehlenden Märkte und damit die größte Einnahmequelle sowie die hohen Energiepreise machen den Töpfereien zu schaffen. So hat der Töpfermeister, der seinen Betrieb seit 1983 führt, wie auch einige seiner Kollegen bereits darüber nachgedacht, ganz aufzugeben. Aber schade um das schöne Handwerk eigentlich, oder? Ja, selbstverständlich. Aber vielleicht gibt es mal wieder freundlichere Zeiten und dann gibt es ja auch immer junge Leute, die das gerne erlernen wollen. Die alten Handwerksmeister werden dann zwar nicht mehr sein, aber es wird dann was Neues geben. Apropos Katzen in verschiedenen Farben, Formen und Größen sowie Vögel und andere Tiere gehören bei Herrn Erhard schon seit Jahren fest ins Programm. Genauso wie seine teils an mittelalterlichen Formen orientierte Gebrauchskeramik. Aber ist da in den Regalen und auf den Tischen vielleicht doch etwas Neues zu finden? Also formal hat sich nicht viel verändert. Glasurmäßig habe ich jetzt eine grüne Glasur noch mit dazu genommen, weil die sehr gefragt ist und zumindest hier im ostdeutschen Raum gut ankommt. In der alten Bundesrepublik, sage ich jetzt mal so, da sind mehr die Bonbonfarben beliebt, aber wir haben sie ein bisschen erdig und deshalb habe ich zu meinen Sandfarbenen noch jetzt das Grün dazu genommen und das ist jetzt das Neue, was wir dieses Jahr anbieten. Mhm. Und ansonsten muss man nicht jeden Marktgag hinterherrennen und wir sind ja traditionelle Leute und die Kunden, die meine Produkte mögen, die kommen hierher und wer was anderes möchte, gibt es ja in unserem Ort noch eine Töpferei, die machen sehr schöne freigebrannte Keramik, die kaufen halt dort und die würden nie bei mir was kaufen. Insofern sind wir auch keine Konkurrenz in dem Sinn. Mhm. Und so ist das ja mit jeder Töpferei. So auch mit jener von Kerstin Kupfer aus Quedlinburg, die ihren Lebensgefährten an diesem Tag in Klosterode unterstützte und auch Teile von ihrer Kunst präsentierte. Ein bisschen Auswahl habe ich mitgebracht, steht da drüben die Quedlinburger Keramik mit den Häuschen drauf, das ist so meins. Mhm. Und die Erdmännchen hier vorne, die habe ich mitgebracht. Sie arbeiten also nicht mit Scheibe? Oder? Doch. Die Gefäße sind auf der Scheibe natürlich, voraussichtlich, also vorwiegend Scheibe, mhm. Der Rest dann gerne mal auch. Aber die Erdmännchen sind ja da. Die sind aufgebaut, ne? Mhm. Das geht nicht auf der Scheibe. Sind Sie Fan von Erdmännchen? Oder? Ich habe vor vielen Jahren mal den Film Wächter der Wüste geguckt und das war für mich so der Initialpunkt, da mal mehr Erdmännchen zu machen. Wie läuft es aus Ihrer Sicht im Moment? Schwierig. Schwierig auch, ja, ne? Schwierig, ja. Das ist heute mal und gestern vielleicht mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Leute sich mal wieder raustrauen. Aber für die Zukunft sehe ich da noch Probleme. Mhm. Auch in Quedlinburg? Auch in Quedlinburg, auf jeden Fall. Ja. Selbstverständlich hatten die Gäste auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, zuzuschauen, wie Krug oder Tasse entstehen oder sich selbst an der Töpferscheibe zu versuchen. Man muss das doch einmal sehen. Das, was der Meister spielend leicht vollbringt, das muss man sehen, wie schwer ein Laie sich da tut. Ich habe also vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren habe ich das schon mal versucht und bin fast kläglich dran gescheitert. Deshalb erneuter Versuch. Und schon ging's los. Alles im Blick hatten dabei die Zwillinge Alex und Maxima, die Enkel von Jens.
rattenscharf. Also man glaubt gar nicht, weil, wie schwer das ist, sich zu koordinieren. Mhm. Gas geben, aber beim bremsen. Motorfahren warst du am Anfang genauso bescheuert, ja? Nee. Also, nicht? Nee, weil wir ja schon Moped fahren konnten. Aber ich habe nie hier so ein Dings hier. Was ist jetzt noch so eine? Und während Jens sich voller Zuversicht an die zweite Schale machte, denn schließlich hat er ja zwei Enkelkinder, herrschte im Außenbereich direkt ein bisschen Volksfeststimmung. Bei Kaffee und Kuchen, Rotwein und sogar Live-Gesang. Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Was blind, but now.